Liebe Menschlein der Galaxis, willkommen zurück in der Galaxis von Stellaris. Im Jahr 2250, wo wir uns im Senat um Sachen streiten. Oh. Subjects haben der Essex Attraction towards the Overlord Sachen, ja? Finde ich gut. Wir bestimmt noch ein paar Subjects haben. Apropos Subjects, wie mache ich das denn jetzt mit dem Typen hier? Oh, er ist ein Void-Dweller. Also er lebt auf Habitaten, heißt das. Das wollte ich eigentlich, habe ich erst überlegt, das mal wieder zu spielen. Hier ist ein Screen. Negotiate Agreement. Das ist mir egal, ob du das willst, oder? Ach, es muss mir. In 40 Monaten. Aha, dann muss er akzeptieren. Okay. Okay. Irgendwann will ich den schon integrieren, glaube ich. So, wir haben gleich zu wenig Researcher. Können wir schon mal zwei Center upgraden? Hier läuft die Produktion auch noch. Hier wird auch nachgebaut, weil wir schon erkannt haben, dass wir zu wenig Jobs haben. Hier können wir das Dingens hier nochmal upgraden, die Heritage Site. Unsere Zahlen da oben sind ein bisschen rot. Aber im Allgemeinen sollte uns das nicht zu sehr kehren. Wir sind über 1K Science gegangen. Ja, das ergibt Sinn. Ah, jetzt Species Modified. Jetzt können wir mal gucken. Also Tropia Prime. Jetzt sind sie bei 85% Happiness. Ich habe noch keinen Governor. Okay, ich dachte. Wo kommt denn das her? Blight upon the Land? Bin ich gerade blind? Ach, Noxious da, 24%. Ich war wirklich blind. 24%. Gefällt mir nicht, dass wir unter 40% sind. Ich glaube, ab 40%. Kann Mist passieren. Wir könnten das hier machen. Aber wir haben schon 20% Kriminalität. Wir warten, glaube ich, mal noch, bis sie Ruler sind. So, hier Hyperdrive ist gut. Zeigt euch eure Waren. You're granted in exchange for one Pop. Nein. Meine Pops nicht. Der macht auch gut Work. Ich glaube, ich baue hier noch so ein. So, grüne Forschung. Natürlich kriegen wir nicht, was wir wollen. Warum auch? Mehr Habitability. Oh, mehr Strikecraft. Okay, wenn wir das erforscht haben, dann uns unsere Cruiser auf maximaler Stärke. Derelict Platforms, okay. Überall Ladebalken hier. Das ist jetzt unser Midgame. Das Construction Ship ist fertig. Das wollte ich nicht klicken. Tja, ich krieg einfach nicht die Forschung, die ich haben will. Vielleicht mache ich auch was falsch. So, ich baue jetzt mit dem Schiff, dem anderen Schiff einfach hinterher. Obwohl, das System sollten wir eigentlich auch noch nehmen hier. Gibt es nicht Auto? Ach, es gibt Auto. Das ist falsch mittlerweile. Die Science einfach nicht. So, wer seid ihr überhaupt? Wo wohnt ihr? Ach, das sind die Nachbarn. Die sind jetzt neidisch. Resource Contribution. Oh, habe ich das beim ersten auch schon? Okay. Prospektorium. Ach so, das ist eine eigene. Ah, stimmt. Da habe ich das DLC jetzt auch erst neu von, ich glaube, Overlord. Und das sind jetzt so verschiedene Overlord-Ships, die es gibt. Und die sind jetzt Prospektorium. Geben die mir denn was? Ah, ich meine, ich mach's erstmal. Die sind jetzt spezialisiert. Okay. Kann ich euch irgendwie. Ob die auch Void-Dweller sind.
Prospektor. Oh, hier gibt's einen Skilltree. Als ob. Prospector on planets within border every year. Chance to resource discovery. Okay. Okay, aber warum? Ach, bekomme ich das, ja? Specialization Tier 1. Ich krieg jetzt 10% auf alles. Spectrum Subject Modifier. Und er kriegt's. Ach so. Verstehe ich das richtig? Ich krieg die ganzen. Nee, Subject Modifier. Nee, da steht bei beiden Subject. Ich bin ja nicht das Subject. Also er kriegt ganz viele Ressourcen und dafür kriegt er minus 30% Science. Ah, hier rechts mal durchlesen. The subjects specialize in materials and manufacturing. Their keen senses allow them to dig the most valuable minerals. Okay, was gibt's noch? Oh Gott. Scholarium, Bulwark, Tributary Vessel. Und was habe ich davon? Ah, hier sind wir, glaube ich, im Speaken. Die geben mir Ressourcen. Ja, ich krieg 2 Alloys, 15 CGs. 88, 78, 48. Heieieiei. Aber ich gebe ihm. Ich gebe ihm Teile meines Researches. Ja, ich bin unter 1000 gedroppt, okay. Okay. Holdings kann ich bauen. Das ist unser Hauptplanet. Kann ich da irgendwie so ein Holding bauen? Hier, Holdings, ah ja. Was macht man denn hier so? Das gibt Loyalty und es gibt den zwei Jobs, die machen Amenities und die Unity. Kann ich, okay. Aber das ist, glaube ich, nur planetenweit. Spannend. Oh, Orders Commandery. Nightjob. Cool. Wenn man doch nur mehr Nights hätte. Satellite Campus. Overlord Academic Jobs. Na, ich hätte jetzt prinzipiell lieber irgendwas, was Loyalty gibt. So. Every Overlord Army on this planet gives an additional crime. Monster und Happiness ein Maximum auf 30 Crime. Also ich kann hier drei Armeen hinschicken und dann kriege ich am meisten Loyalty. Das machen wir. Ich habe sogar exakt drei und die kann ich hier landen. Den habe ich eh nichts zu tun. Oh, okay. Das war eine ganze Menge Informationsflut hier. Aber die hier sind einfach nur Vasallen. Geben die mir auch Ressourcen? Ne, wir sind hier bei 0 überall. Okay. Okay, Tileblockers. Ja, ich krieg nicht, was ich will. Man kennt's. Die sind noch auf dem Weg nach Hause. Der Weg nach Hause ist zu lang. Müssen da was machen. Wir haben 4300 Alloys. Ich würde jetzt gerne mal die ganzen Stations upgraden. Vor allen Dingen die über Planeten. Das sind immer die mit dem Symbol hier links. Ich habe jetzt gerade hier den Starport noch upgraded. 9 von 10. Ich kann mir hier noch eine erlauben. Ich erlaube mir jetzt hier trotzdem noch eine. So, kriegt immer noch nicht, was ich will. Wir haben gebuddelt. Und es waren jetzt ein paar tausend Alloys. Und ich glaube, dann würde ich trotzdem noch. Ah, die Fleet ist schon Maximum Power. Nee, ist sie nicht. Oh.
Okay, beiden. Doch, ich kann reinforcen. Das heißt, ich muss mal den Governor kurz wechseln. Auf den hier. Und dann reinforcen wir. Ups, das waren zwei Buttons gleichzeitig. Reinforcen wir die Flotte, kann ich sogar vier bauen. So. Okay, also im Moment sind wir krass am Abschrecken. Duty oder Honor? Nee, ich würde sagen, die Pflicht führt uns zum Toxic God. Gibt schon wieder was im Senat, was ich nicht gemacht habe. Den Galactic Market, den können wir gern machen. Oh, what? Knights produce amenities, orders keep, gives stability, unlocks Herald Knights option in the neue Duties. Okay, checken wir mal kurz das Habitat. Ist jetzt heftig. Ist es schon. Ne, jetzt ist. Ja, jetzt ist es ein Work. Okay, 100 Stability. Wir haben zu viel Dingens. Amenities. Die Frage ist, was bauen wir jetzt hier noch? Wir haben schon beide Gebäude hierfür. Und wir können. Diesen komischen Spire können wir, glaube ich, nicht bauen. Was ist denn ein Manufaktorium Hub? Ist das das Gebäude von dem? Ist das das Gebäude von dem von der Forscher? Schon ein bisschen her. Ja, Manufaktorium Hub. Okay, ich dachte, das Bild wäre dann irgendwie wenigstens ähnlich. Hyperdense Zero Point Pause. Wichtig für die letzte Schiffe. Hier, Battleships. Wir kribbeln noch bei Cruisern rum, aber passt schon. Ja, wäre gut, wenn wir einen schönen Governor hätten, aber immerhin ein Crime Governor? Ja, lieber ein Crime Governor. Glaube ich gut. So. Ah, Stability ist im Positiven. Ach, durch die Ruler, wa? Ja, genau jetzt. Ja, die haben 100% und machen 86% aus. Genauso wollen wir das. So, was machen wir aus dem Planeten? Wir können hier kein Food machen. Wir können ja eigentlich gar nichts so richtig machen. Wir schmeißen mal kurz den Clear Blocker Typen rein und machen mal die Blocker weg, würde ich sagen. Wenn wir schon dabei sind, können wir mal hier bei den anderen gucken. Ja, 5, 6, 7, alles weg. Und hier auch. Und 9 Stück, ey. Okay, alle, die wir können zumindest. Dann schmeißen wir wieder den Crime Typen rein. Ah, so. Ja, und dann machen wir einfach bei, dass wir machen Energy und Minerals. So viel wir können. Ich hab da nicht halt hergibt, würde ich sagen. Das haben wir gepasst. Charter of Workers' Rights, okay. Was gibt's für Waren? Nee, denn das habe ich schon mal gesehen. Geh weg. Okay, hier ist der Dingens fertig. Dickside ist fertig. Nice, Science. Hier haben wir beide Gebäude. Hier wollen wir, glaube ich, noch die beiden haben. Okay, wir können hier unsere Defense upgraden. Oh, stopp, wir werden geclaimed. Quality of Jibal. Ich glaube, das sind die roten links oben. Hier wollen wir dann Defense Measures bauen. Hier haben wir Stufe 2. Jetzt können wir hier auch die Black Side bauen. Ist noch eine Alternative. Ah, hier Resettlement ist natürlich nice. Aber das machen wir dann bei der dritten Stufe. Tau Chi ist gleich fertig. Auch die Black Side für mehr Stability. Jibar. Ja, die großen hier, die sind die Gefahr. Und hier ist der Choke Point, ich hab da nicht mal was. Gefährlich, wa? Hier. Stability ist erstmal wichtiger bei dem Planeten. Und Anker Star ist auch fertig. Da gehe ich, glaube ich, erstmal mit Stability, aber wir upgraden es trotzdem. So, Civic Slots ist fertig. So, da haben wir jetzt. Was ist das Pain hier? Da können wir jetzt
unserer Functional Architecture und dem Kult noch was hinzufügen. Jetzt im Late Game wird Crime irgendwann mal interessant. Also, wir müssen halt manchmal den Enforcer arbeiten lassen. Es gibt Telepathen später, die vereinfachen das. Police State macht jetzt aber nicht, dass die besser werden, sondern nur, dass wir von denen noch Unity kriegen. Das ist, wir buffen eine Berufsgruppe, die wir eh nicht wollen. Stability plus 5 ist wohl eher der Trade, den wir uns interessiert. Sklaven haben wir noch nicht so viele. Wir könnten uns einen Lifestyle holen, der ganz cool ist. Was eigentlich auch Happiness wird. Mining Guilds im Moment sind meine Minerals ganz cool, das sage ich auch häufig. Feudal Societies. Das wäre, wenn wir jetzt ein bisschen stärker auf Subjects gehen wollen würden. Da habe ich aber nicht so die Erfahrung. Vielleicht sollten wir es deshalb machen. Oh, was ist das denn? Das ist das neu? Bürokraten und Priester geben Edicts Fund Scaling mit Unity Production. Aber Unity, also eigentlich geht es uns gut im Edicts Fund, wenn ich das richtig sehe. Es gibt noch Ascensionists. Aber weiß ich nicht. Vielleicht sollten wir einfach Feudal Society gehen. Your subject cannot have the following agreement terms. Expansion prohibit. Do not join subject wars. A limited diplomacy. Okay, also sie dürfen immer mit diplomatisieren. Sie dürfen expanden. Do not, also, und ich muss ihren Kriegen immer joinen, oder was? Ich bin, das klingt nach Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, so. Probier das mal aus. Und Leader kosten keinen Upkeep mehr für mich, aber ich kann sie nicht mehr feuern. Aber sie gehen, aber die Governors machen dafür Unity, okay. So ist er. Kostet 2400 Unity, wir haben so viel. Und wir haben uns ja unsere Governor sowieso schon zurechtgelegt. Insofern. Ah, hier, das Holding wird mir jetzt hier angezeigt. Das macht ordentlich Happiness. Habe ich denn auch ein Holding bei dem anderen? Wo ist die Hauptstadt? Hier. Da. Naja, ich darf ein Holding machen. Dann machen wir doch hier auch so ein. Wo das hieß. Overlord Garrison. Da. Dann kann ich drei. Brauche ich drei Armeen? Meine Hauptstadt oder so? Oder kann ich vielleicht in dem. Hier kann ich hier eine tolle Armee bauen? Power Armor da. Ja gut, in dem Fall interessiert es mich nicht, weil ich ja einfach nur die da garnisonieren will. Ist das deutsche Wort? Kann ich Sklaven arbeiten? Kann ich nicht, okay. Von meiner Sibel 1, 2, 3. Okay. Das waren lange 3 Jahre. Und da ist gerade ein Alien gespawnt. Nice. Lass ich jetzt einfach mal. Oder ich breche ein Abkommen. Zumal schon mal hier hinfliegen. Quest Reward, ein Artefakt. Wow. Interstellar, die hier, Subjugated, Wuran, Confronted Planet. Lol. Als ob der groß wird, der wirkte am Anfang so schwach. Fleet Power ist er, hält er nicht mit, aber er hält mit Technology mit. Der hier ist eigentlich Inferior, warum claimt er mich? Vielleicht sollten wir dem mal eine Schelle verpassen, bevor es zu spät ist. Hier, Food ist wichtig. Kaufe ich noch Food? Nee, okay. Das ist stabil im Moment, nice. Specialist Subject Conversion? Achso, und ich habe eine neue Ritter-Dingens bekommen. Knightly Duty. Herald Knights. Edict Cost. Wow, der Hammer. Ich könnte halt Knight Commanders dann gehen, aber. Ah, wahrscheinlich wird es sowieso passen mit der Flotte. Kann ich noch mit denen schicken. Ich würde mal gerne ein Spionagenetzwerk hier aufbauen. Ein bisschen mehr wissen wollen über ihn.
So, und dann. Warte, wir enforcen. Hier in Tau Cygni den Typen auswechseln in den Military Dude. So, sparen wir ein paar Allies. Spy Network established. So, dann soll kurz warten, bis sich hier das aufgebaut hat und dann. Okay. Okay. 1500 Allies. Battleships. Was ist denn ein Orbitering Starbase Variant that forms band as a provided defense initial? Okay, das haben sie doch von der einen Mod geklaut. Also. Ich überlegt. Habitation Module. Okay. Cooler neuer Scheiß, den ich haben will. Wir sind so reich, wir sollten was draus machen. Irgendwo Jobs. Können wir jetzt die Capital wieder zurückmoven? Ah, 10 Influence. Ah, hier gibt's noch Jobs. So, und ihr landet jetzt hier auf dem Planeten. Ich krieg die Forschung nicht. Das ist unmöglich. Es ist einfach unmöglich. Ach, fehlt mir irgendein Präquisit. Okay, wir kriegen jetzt langsam Precursor-Sachen zu Hause. Was geht hier los? Die ist jetzt fertig. Interesting Theory. Self-Assembly Star Modules. Richtig viel Zeug. Okay, der ist fertig mit Bauen. Wir haben unsere Borders noch nicht komplett fertig extended. War das mal noch? Ich glaube, der andere ist auf Auto, ja. Und wenn du da fertig bist, dann flieg mal hier hin. So, wir haben immer noch nur das eine Relic. Übelst viele meiner Relics. Orbital Ring ist fertig. Ist da. Ah, das hier war das, was wir bekommen haben. Das ist cool. Dabei bleiben wir auch. Unsere hier Alloys, also unsere Alloys könnten noch besser werden, finde ich. Aber der Planet wächst dann auch, okay. Das bauen wir hier die Distrikte aus. Was hindert mich denn daran? Ach, hier unsere Forschung, okay. Benet Gateway. So, das ist alles Schrott. Nehmen wir das. Starbase Model. Wir wollen irgendwann auch in Rail ganz besser werden, glaube ich. Armies wollte ich erstmal abholen. Ja, vielleicht will sie doch sehen. Oh, ein Stagnant Ascendancy. Wo wohnt ihr denn? Xenophil dahin. Horror in the Void. Stopp! Oh, schon tot, wa? Will ich euch nicht mal zeigen dadurch. Tja, da ist er einfach ein Horror. Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist endlich passiert! Oh, Freude! Jetzt fällt mir ein, dass ich die Episoden vielleicht halt hätte benennen sollen und mir vielleicht Notizen hätte machen sollen, wie ich sie nenne. Aber dann hättet ihr jetzt. Obwohl, das wäre spoilerig, wenn die jetzt einen Namen hätte. Oh, 55 Jahre hat's gedauert. Okay, gleich rasten wir richtig aus. Der Path to Divinity hat sich uns geöffnet. Das hier will ich haben, dieses Habitation-Modul klingt sick. So, Move Capital. Nein! Ach so, weil wir die ganze Zeit Gebäude bauen. Ah, den haben wir entdeckt. Noch ein Trader. Wow. SS Hostile. Kann ich ihm irgendwie vorschlagen? Hier, Subjugation. Wie wär's mit, du wirst, du darfst, du kannst, du. Los Konflikts. Keine. Und ich helfe dir. Und
Hast mich sowieso, oder? Was da im Minus 1000, ich brauch's gar nicht. Okay, weiter geht's. Wann sind wir dann bei Gott? Immer noch nicht. Warum kriege ich hier immer noch. Ah, ne, kriege ich nicht mehr Minus 4. Commercial Pacts and Research Agreements. Wir lösen das jetzt mal auf. Break Commercial Pact. Break Research Agreement. Und keep digging. Und nein, ich habe es hier gerade erst aufgebrochen. Ich will definitiv nochmal. Wormhole Travel ist wichtig. Wir müssen wissen, wo das hingeht. So. Oh, das ist die finale Food-Forschung. Nochmal 10% auch von Dingensgebäuden. Von Starbase-Gebäuden. Und wir brauchen mal einen Science-Schiff. Das da, genau, du hast nichts zu tun. Schau mal in das Wormhole. Achso, gleich. Schau mal das Wormhole. Und wir können den Galactic Market nominieren. Hier, Move Capital, wichtig. Und zwar, es kostet Influence. Scheiße, habe ich gerade ausgegeben. Ups, 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 ups. So, hier, letzte CG-Forschung. Achso, wir haben gerade Dingens erreicht. Wir können jetzt Mind over Matter nehmen. Warum können wir denn das nehmen? Warum können wir jedes nehmen? Ich habe ja nicht mal Robos erforscht. Egal, Mind over Matter. Wir wollen Psionics werden. Bringt uns das irgendwas an sich? Ach, eine Research-Option, Telepathie. Okay. So, Psionics dürfen wir jetzt adopten. Die anderen? Ah, die anderen sind weg. Okay. Adopten gibt uns all Pops from primary species. We gain the latent psionic trait. Okay. Ich möchte. Mind over Matter. Ich starte mal kurz einen Tick, damit wir. Genau. Hier, das ist schon mal 10% Research, 5% Unity. Hätten wir früher gebrauchen können. Das ist jetzt hier so aufgeteilt. Das ist die Main Species, so sind wir ins Spiel gegangen. Das sind die Latent Bionics und das sind die Stinkenden. Und wer seid ihr? Das sind die Stinkenden ohne Trait, die können weg. So. Okay. So, jetzt können wir den Tree uns mal angucken. Den habe ich auch noch nie gesehen. Hier kriegen wir Psycorps. Ich glaube, das ist ein Anti-Crime-Gebäude. Und eine Research-Option. Though. Ich kann es nicht aussprechen. Denken, glaube ich. So. Empire Edict, gib her. Ich meine, wir wollen sowieso alles haben, gib her. So. All latent psionic species will unlock their full psionics potential. Und wir können andere psionic assimilaten, um deren abilities zu unlocken. The Great Awakening. Okay. Und dann Shrouded Communications, Telepathic Ciphers und Code Breaking Techniques are the next step. Okay, wir kriegen so ein bisschen Schrott hier, den wir nicht brauchen. Und jetzt Special Project to Breach the Shroud. Ja, Telepathen geben jetzt 5% Ressourcen from Psionic Pops. Okay, interessant. Und was ist der Finisher? Addicts kosten weniger Upkeep, ein Ascension Perk und der Shroud Cooldown wird gelowert. So, dann gucken wir als erstes nochmal die Spezies an. Jetzt sind sie. Achso, ich muss kurz die Zeit laufen lassen. Ah ja, jetzt kriegen sie noch 5% Happiness und 5% mehr Unity. Der Science ist aber gleich geblieben. Aber die Leader kriegen jetzt noch Traits. Zum Beispiel hier Governor geben noch 10% davon. Scientists kriegen 10% Research Speed, 10% Research Speed im Feld der Psionics, Archaeology Skill und Survey. Und die Admiräle geben noch mehr Damage und Shield Hardening. Ah, was auch immer das ist. Was Neues. So. Jetzt aber wieder frei zu tun, was wir wollen. Ich würde sagen, wir machen sowas. Wir werden der Verteidiger der Galaxie, vor allen Dingen gegen Fallen Empire, Awakened Empires und Gatebuilders und gewinnen dadurch noch mehr Diplomatic Weight. Wir drücken uns jetzt so ein bisschen in die Mitte. Das Zentrum der Politik. Was gibt's denn hier im Politik-Tray? Okay. Ein Envoys. Envoys geben Influence, wenn sie assigned sind. Wir kriegen Special Resolutions im Senat, wenn wir das machen. Wir kriegen Favors. Wenn wir vetoen und proposen, kostet uns das weniger Influence. Jeder Envoy gibt noch mehr Weight. Ich krieg Unity, wenn eine meiner Resolutions durchgeht, okay? After a resolution is passed by another empire, ich kriege Weight. Until one of your own resolution passes. Aha, je länger ich nicht dran war, okay. Und Veto Cooldown und
Emergency Measures Cooldown. Also wenn ich wirklich dicker, dicker Spieler im Senat werden will, wäre das ganz lustig. Einer der anderen Klassikern ist immer noch Unyielding. Hier kriegt man nämlich zwei Starbases. Ich glaube, das waren mal vier. Ah, hier sind zwei und hier sind zwei. Macht vier Starbases. Das ist, glaube ich, nicht so cool. Harmonie würde nochmal Stabilität geben. Ascension-Effekt. Holy Covenant Federation Type. Aber will ich eine Föderation gründen? Da müsste ich auch noch in Diplomacy reingehen. Diplomacy Scan schon Mist. Oder wir gehen Discovery, um forschungsmäßig auszurasten. Das ist aber schon ein bisschen spät dafür, würde ich fast sagen. Ich würde sagen, wir roleplayen das jetzt hier durch. Wir fühlen uns als die Supermacht der Galaxie. Und das Spiel spielen wir jetzt. Okay. Das ist jetzt eine Industrial Station geworden. War das nicht cooler als Fortress Station? Ich meine, jetzt produzieren wir 34 Alloys, 37 CGs. Das ändert sich fast gar nicht, nur der Science geht hoch, wenn ich eine Fortress Station rausmache. Also der Verbrauch sinkt wahrscheinlich, wa? Mal zurück. Was war das? Eine Manufacturing? Hier. Wir sind bei 120 Minerals. Ja, es sind 12 Minerals. Allerdings, sind es auch bloß ein paar Units hier, hast du schon recht. Was ist, wenn ich eine Laser Station rausmache? Ich ein CG mehr. Na gut, ich vertraue dem Bot. Und dann upgraden wir das hier. Nee, wir wollen jetzt Unity ein bisschen grinden. Gut, aber das hier upgraden, ja, die Flotte. Das Wormhole können wir noch nicht exploren. Aber die ganze Zeit auf Pause. Puh, viel Action. Excavation Site ist fertig. 11.000 Engineering Science, okay. Das nichts bringt. Gleich offen lassen können. So, das ist ziemlich Mist hier. Mal durch die Planeten durch. Hier sind Amenities low. Ach so, und wir könnten ja mal dieses Science Over Gebäude bauen, oder? Das haben wir schon länger. Das ist eine Mining. Ach, das ist meine Beides World. Eigentlich sind wir fein. Müssen wir gleich überlegen. Das ist Tronda Prime. Wir müssen gleich mal über Tronda Prime reden. Wir könnten jetzt auf der Hauptwelt runtergehen von den Alloys und Dingens. Das sollten wir mal machen. Es ist noch nicht ganz, wohin wir die Sachen replacen. Es werden dann Jobs fehlen. Und das können wir zwar ein bisschen mit Priestern auffüllen, aber wir mal sehen. Weil wir dann CGs weniger produzieren und gleichzeitig mehr verbrauchen, das ist ein bisschen gefährlich. Geht das Wurm noch hin? Oh, hier drüben, okay. Nicht zu schlimm. Ah, keine Influence dafür. So. Bauen wir mal weiter unsere Railguns aus. Mit 20k Fleet Power. Ja, ich möchte gerne mehr Science, danke. Wir sollten mal ein bisschen Armee produzieren. Bisschen meine ich wirklich ein bisschen. Und Power Armored Army. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, eine andere zu bauen, weil. No, no, Trauertag. Er hat miterlebt, wie unsere Spezies in die Welt des Psionischen eingestiegen ist und gleichzeitig findet er sein Ende im Alter von 105 Jahren. Rest in pieces, first Godseeker, occasional Lark. Und lang lebe der König, der Gottkönig, Godseeker, Attendant, Spontaneous Lark. Und dann brauchen wir gleich einen neuen Heir. So, unser neuer Typi mag Minerals. Und Archaeology Skill und Starbase Upgrade Cost. Okay, ist eher so ein Introvert, muss man sagen. Hier, Mega Cannon, perfekt. Mega Cannons finde ich mega. Und was mir gerade eingefallen ist, ja, wir machen erstmal Favors. Wir haben Shroud entwickelt, ich habe es ganz vergessen. Breaching the Shroud sollten wir jetzt erforschen. Den Galactic Market werden wir aber verlieren, war da mal wer?
Oh, das ist interessant. Ich fragte mich schon immer, ich würde jetzt gern dem Krieg irgendwie joinen. Aber, wie heißt denn der Krieg? Steht nicht hier. Kann ich das hier im Diplomatic Screen sehen? Offensive War. Okay. Nee, erst der Butler. Der Butler hat hier irgendwas zu tun. Und danach. Wer seid ihr denn? Shroud Witches. Die erinnern an Dune. Okay. Und Guidance. Oder erst hier und dann da. Hidden Worlds. Und was ist das hier? Anyone Home. Okay. The Prime macht im Moment immer noch beides. Ich upgrade erstmal beide Gebäude, weil wir die Ressourcen nämlich haben. Nee, ich möchte keine Aliens in meinem Reich. Danke vielmals. Wann können wir denn eigentlich darüber reden, das hier zu ändern? Das kostet Influence, okay. Influence ist gerade echt mein Problem. Ich würde ihn gerne assimilieren. So, jetzt ist die Frage, wie gehen wir das an? Mega-Cannons, Gauss-Cannons. Sobald meine Manufaktorium-Schiffe fertig sind, würde ich gerne mal so eine Star Lane bauen, die hier connected, also dieser komische, wie auch immer das hieß. Was ist das hier in der Dingenswald geworden? Roralwald. Hier wollten wir Energy und Dingens machen, ne? Das geht in beiden gut, also. Bauen wir erstmal Minerals aus. Aber warum ist das eine Roralwald? Das verstehe ich gerade nicht. Wo ist Mining? Habe ich rübergescrollt? Ja. Und die hat sich jetzt auch zu einer Forge World gemacht. Research complete. Okay, hab einen Favor gekriegt. Ach so, bei dem, der den das gestartet hat. Comfort befallen. Okay. Das ist gut. Also ich kriege jetzt erstmal so Favors bei Leuten, ohne dass ich dafür was machen muss. Jetzt sterben mir die Leute. Scientist Pink Forever. No. Voidcraft ist. Obwohl mittlerweile brauche ich auch keinen Voidcraft mehr, aber. Mein Gott. So, es ist 2260. Sind wieder 10 Jahre rum, wahrscheinlich die besten 10 Jahre, die wir hatten. Jetzt sind wir endlich psionisch ascended. Ja, mal gucken, wo unser Weg in der Galaxie und so weiter führt. Wahrscheinlich in Krieg und Verderben, aber vielleicht auch an die Spitze. Bis dahin, macht es gut.